Hier sind wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann für Sie. Viertelfinale im deutschen Pokal und wir sind live dabei. Selbstverständlich. Zwei der verbliebenen acht treten gegeneinander an und nur einer kann ins Halbfinale kommen. Heute sehen wir Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach war im jüngsten Heimspiel erfolgreich, als Werder Bremen der Gegner war. Sage und schreibe 6:0 haben sie da gewonnen. Aber ob sowas heute noch mal gelingt, ich habe da so meine Zweifel. Wenn ich ehrlich bin, favorisiere ich heute sogar den Gegner. Das Medieninteresse ist natürlich riesig. Mesut Özil heute hier mit seinem ersten Auftritt. Kein Wunder, dass die Erwartungen groß sind. Ein Özil in Topform kann jede Mannschaft nach vorne bringen. So gehen es die Bayern also heute an. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2 und die Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4:2. Und jetzt gilt's für diese beiden Viertelfinalisten. Ja, wir dürfen gespannt sein, wer der beiden hier ins Halbfinale im deutschen Pokal einziehen wird. Und jetzt Lahm. Vidal. Und Lahm. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Boateng jetzt. Da wird er gestört. Macht er ihn. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Er köpft den Ball. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und noch eine Ecke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Und Ecke. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Schuss! Super gemacht vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Richtig gut gehalten. Noch ein Eckball hinterher jetzt.
Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Und jetzt der Schuss, ganz knapp vorbei. Jetzt. Vidal. Franck Ribéry am Ball. Der Ball kommt flach rein. Wird das eine Torchance? Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Özil. Vidal. Sie holen sich den Ball. Stindl. Boateng holt sich den Ball. Und er schießt. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Jerome Boateng. Özil jetzt am Ball. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Will er den ganz alleine machen? Vielleicht sollte er einen Mitspieler einsetzen. Wird's jetzt gefährlich? Da zieht er ab, der Ball geht an den Pfosten. Und nun ein Schuss. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. War relativ eng eben, aber jetzt sehen wir es noch einmal im Bild. Buschi. Und damit ist dann auch klar, dass es richtig war, hier weiterspielen zu lassen. Kein Treffer. Ribéry. Franck Ribéry nach wie vor ein Ausnahmespieler. Der Franzose kann ein Spiel ganz alleine entscheiden oder eben die Mitspieler in Position bringen. Da passt der Torhüter auf. Gefahr vorbei, den Ball hat er jetzt sicher. Und Özil. Und jetzt Müller. Korb. Er schießt. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Nun Douglas Costa. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Mit der Faust kann er hier retten. Der Freistoß, klare Sache. War
bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen den FC Augsburg. Na, das klingt doch vielversprechend. Ich freue mich drauf. Jetzt Vidal. Pogba am Ball. Jetzt Müller. Christensen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Özil. Und nun Pogba. Super gelöst, den Ball hat er. Jetzt Raphael. Das macht er gut. Nordfight. Ein fantastisches Tor. Sie wurden als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Aber zu sehen ist davon nichts, Buschi. Nee, ganz und gar nichts. Sie spielen richtig gut, nicht nur wegen des Treffers, den wir hier nochmal sehen. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. 4 Minuten gibt es als Nachspielzeit. Der Verteidiger stört ihn. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Das hätte gefährlich werden können, aber das lösen sie gut. Und jetzt vielleicht die Chance, schnell nach vorne zu spielen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Raphael! Er trifft den Pfosten. Zur Pause sind sie auf Kurs Halbfinale. Eine wirklich gute Leistung in der ersten Hälfte. Wenn sie das Niveau halten, kommen sie unter die besten 4. Und weiter geht's mit diesem Viertelfinale im deutschen Pokal. Bisher hält die Partie, was sie versprochen hat, finde ich zumindest. Mal sehen, wie sich das hier weiterentwickelt. Vidal. Freistoß jetzt für die Bayern. Natürlich klappt hier noch nicht alles, aber man kann schon sehen, dass Mesut Özil in dieses Team passt. Der Nationalspieler hat ja hier eben sein Debüt feiern können. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Douglas Costa! Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist vertan. Vidal. Lahm. Philipp Lahm hat eine unglaubliche Spielintelligenz. Kein Wunder, dass alle seine Trainer von ihm schwärmen. Ja, egal ob Jogi Löw, Pep Guardiola oder Jupp Heynckes, für sie alle war und ist Lahm der verlängerte Arm auf dem Platz. Stranzl, Nordfight. Das könnte die Gelegenheit geben. Und nun ein Schuss. Ein fantastischer Treffer. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Und Raphael.
Und jetzt Boateng. Jetzt Vidal. Und Ribéry. Korb. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er zieht ab. Und da klingelt es im Kasten. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Jetzt kommt Ribéry über den Flügel. Özil. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Jetzt ist er durch. Schießt er ihn rein. Der Ball geht knapp drüber. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Da verlieren sie den Ball. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Korb. Und nun Raphael. Und er schießt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Jetzt Douglas Costa. Und Alonso. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Nur Vidal. Gute Flanke. Da zieht er ab. Der geht daneben, aber kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Xabi Alonso. Jetzt Vidal. Da kommt der Schuss. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Lewandowski jetzt. Robert Lewandowski hat ja nicht nur einen starken Abschluss, sondern ist auch ein richtiger Teamplayer. Ne? Ja, ein wirklich gutes Auge für die Mitspieler.
ist sich nicht zu schade, nicht zu egoistisch, Tore für andere aufzulegen. Lewandowski. Der Ball kommt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Jetzt gibt es Eckstoß. Die Ecke war verschenkt. Es gibt Einwurf für den Gegner. Ritter. Jetzt Benatia. Wird da was draus für die Bayern? Klare Verhältnisse hier, kurz vor dem Ende. 3-0 der Spielstand. Schauen wir doch mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der Gegner in der... Das macht er gut. Die Flagge kommt gut rein. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Schussversuch. Die Führung reicht ihnen nicht. Sie möchten hier noch ein Tor nachlegen. Ribéry. Das gibt Freistoß. Jetzt warten hier beide Teams auf den Abpfiff. Das war eine einseitige Partie und wir sehen einen verdienten Sieger. Der Support der Fans ist wirklich großartig, aber mit der Leistung ihres Teams können sie auch wirklich zufrieden sein, oder? Ja klar, die Mannschaft hat hier überzeugt. Die Zuschauer haben keinen Grund, auch nur irgendwie am Erfolg zu zweifeln. Branimir Gota. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Und jetzt ein Schuss. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Franck Ribéry am Ball. Ribéry. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Jetzt ist er durch. Schießt er ihn rein. Tor, ganz stark gemacht. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. So, und mit diesem Treffer hier ist dann endgültig jeder Zweifel beseitigt. Das Ding ist gelaufen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Sie haben es gepackt. Halbfinale. Sie gehören zu den besten 4 Mannschaften. Ob Sie damit gerechnet haben, auf jeden Fall ist das Finale jetzt in Reichweite. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt. Mal kurz zu Özil. Der hatte sicher schon bessere Spiele. Kein guter Auftritt und so konnte er die Niederlage auch nicht verhindern.